Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija. Der Maddox mag die Schildi. Na, die frühstückt gerade, ihr Salatblättle. Die kriegt am Tag so 3, 4, 5 solche Dinger und die tut sie weg, lässt nur die Stiele übrig. Ja, gestern hat die Kushi einfach mal die Sahara und den Gobi den Panzer abgeleckt, da musste ich lachen. Ja, und wer sitzt da oben? Guckt den Wasserhahn an. Katzentoilette muss ich noch machen. Hier alles sauber gemacht, die fressen ihr Trockenfutter. Ne? Dosenfutter habe ich, aber ich möchte sie jetzt umgewöhnen, ne? Dass sie jetzt denken, sie kriegen nur noch Nassfutter. Und heute haben sie schon gefrühstückt. Nur Trockenfutter rein und Maddox frisst es sowieso. Ne? Und hier geht keiner rein, niemand, nix. Ja, ich habe jetzt immer mal wieder... Das heißt, immer einmal eine Handvoll rüber. Jetzt werde ich heute das Klo sauber machen und wieder eine Handvoll rüber tun. Dass sie sich an das gewöhnen. Ja, und schlechte Nachrichten. Luxor ist ausgebucht 3 Wochen mit der Kastration. Was? Ja, noch 3 Wochen muss hier drin bleiben. Also, ich weiß nicht. Das ist echt nicht schön. Ich wollte jetzt eigentlich diese Woche gehen. Ende dieser Woche. Dann sind die 2 Wochen rum von der zweiten Impfung. Puh, das ist keine gute Info. Ach so, übrigens, ich habe das jetzt hier, mein allerbestes Streu gefunden. Das ist das, wer in Ägypten wohnt, von der Marke Cat, glaube ich. Und das ist so rosa, eine rosane Verpackung. Das Klo stinkt nicht. Es klumpt super, ne? Und da habe ich jetzt 4 Kilo drin. Aber ich mische das trotzdem mit den Pellets, ne? Werden ja schon das irgendwann akzeptieren. Schauen wir mal. Jetzt kriege ich sie ein bisschen ganz wenig, gell? Man soll es nicht übertreiben. Die haben hier Trockenfutter. Gell? Du tust auf den neuen Teppich fressen. Na gut, wir werden weiter beobachten, die Mäuse. Süß sind sie immer noch. Die werden immer süßer. Guten Morgen, ihr kleinen Mäuse. Mahmoud schon fleißig. Ich habe schon alle Tiere versorgt mit dem Younes. Mahmoud macht jetzt die Arbeit. Hey, Tiggy Wiggy. Ja, was wollt ihr noch? Ihr habt doch schön gefressen. Na? Ja. Und der Prinz, der lauert am Küchenfenster. Jalla, Prinz, komm! Prinz is always in front of the kitchen. Ah ja, he wait for the food. Lecker, lecker! Jetzt rennt gleich ein weißes Stück Fell hier vorbei. Wirst sehen. Heidi hat heute auch Zuckerrohr bekommen. Prinz, lecker, lecker! Sag mal. Was ist mit dem los? Ist der schwerhörig in seinem Alter? Lecker, lecker, komm! Heide, nein. Ja, ihr kommt alle, gell? Ach, wie immer, diese Zicke. 2, 4, 5, 6. Wo ist der Rest? Wer fehlt? Bambi fehlt. 7. Prinz, 8. Und wer noch? Younes, 10. Hä? Hab einen vergessen. Einer fehlt doch. Ja, und dann 2, 4, 6, 7, 8. Ach so, wir haben ja nur 8. Ja, ja, klar. Heide, nein. Mama, der Prinz. Maradona ist gestorben. Ja. Ja. Wieso wir nennen nicht den Maradona? Das ist die Donna. Willst du Maradona nennen? Ja. Das ist doch ein Weibchen. Maradona ist ein Mann. Jetzt gucken wir mal. Da sitzt nämlich oben. Prinz, komm, lecker, lecker. Jetzt hört er, der hat's nicht gehört. Na komm, was machst du denn am Küchenfenster? Ich bin doch gar nicht mehr in der Küche. Komm, Habibi. Komm, Habibi. Ja, der schnabuliert sich nämlich da die Reste ab. Ja, Süßi, komm. Bist doch mein Baby. Upsala, ist das offen? Gehen wir gleich mal glotzen. Nee, ist zu. Ja, besser so. Seht ihr unseren Klumpatsch nicht? Ja. Hallöchen.
So, der Schwager ist schon seit 4 Tagen da. Ich habe den noch gar nicht gesehen. Was macht ihr? Hausaufgaben? Test? Für wen? Für wen? Du machst einen Test für die Mädchen. Ihr spielt Schule. Auch gut. Ach, mir scheiß. Durch das Rumgerenne. Was ist? Die spielen Schule, habe ich gesagt. Hä, habe ich gesagt? Nee, jetzt gucke ich noch mal. Ich habe gesagt, mir ist heiß. Ich würde doch nicht sagen, was für ein Scheiß. Also bitte. Ich habe gesagt, mir ist voll heiß von dem ganzen Rumgerenne. Jetzt habe ich es gerade noch mal angeguckt. Rede ich schon so komische Sachen und weiß nicht, was ich sag. In dem Moment, wo sie macht, wusste ich dann gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich so, habe ich das gesagt? Natürlich habe ich das gedacht, aber nicht laut gesagt. Also ich hätte da keinen Bock, das zu spielen. Aber das würde ich ja nicht sagen. Das ist kein Scheiß, das ist super. Für mich wäre das halt nichts. Aber mir ist trotzdem heiß, Mausi. Heidenei. Peinlich, denkte ich, sagt es. Oh. Ehrlich? Heidenei, sagt sogar der Mo. Sag's nochmal. Seitani. Heidenei. Na, du Kleine. Baby Cleo. Mama Cleo. Mama, Maus, Mahmoud, Mausi. She's so fat, the sheep. What is this? Can be this, like the Arnab. Das kann man nicht doppelt gedeckt sein, because she's so fat. I don't know what for the screaming, I bought food 7 times in the day. She screamed like a hell. All long screaming, all the time. When she lose, everybody he loses his baby around him and he screams. They have you, they train you, not you train them. Die trainieren uns, die Viecher haben uns im Griff. Sobald sie schreien, rennt der Mahmoud in den Stall, um seine Ruhe zu haben und füttert. Der kann das nicht aushalten, das Geschrei. Das ist Tippenschwein, ja. Ah ja, deswegen ist die so fett. Die schreit, Mahmoud rennt. Die schreit, Mahmoud rennt. Das ist doch super. Should I also scream? And you come. When I scream and I call you, you don't answer. Wenn ich anrufe, nimmt er nie ab. Der macht immer so, ich hab das nicht gehört. Es war lautlos, komisch, aber anderen geht er immer gleich noch. Ah, Späßle, der geht schon ran. Aber nicht oft. Ich muss immer ein paar Mal anläuten. Weil der macht es immer lautlos. Wie ich. Bei mir kann ich Tag und Nacht anrufen, ich höre nichts. Ich hab's lautlos, mein Telefon. Das wird ja gar nicht gehen. Mit meinem Telefon die ganzen Nachrichten immer ding, 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 ding. Da werde ich ja verrückt. Ne? Und früher war ich so, sag mal's, neugierig, wollte immer alles sehen. Aber ich bin mittlerweile so cool geworden, dass ich, das hat Zeit für später, aber. Weil dann weiß ich, ich muss wieder lang antworten und. Ich habe ja auch mein Leben. Jetzt bin ich gerade am Sitzen, weil ich habe die ganzen Viecher ein Ei gefunden. Juhu! You have rest for the monkey, I give it. Komm. Rest this for the monkey. Elba. I write Elba inside. Nice. Mahmoud, also weich. I give also in the morning for her. Guck mal, wie denn. When you are sleeping, I give. La. Maschi. Kommt, meine Babys. Ihr kriegt heute auch ready. Das liebe die. Guck mal, wie er kommt. Mach mal deine Hand rein, zeig mal. Hol rein. Kommt Schnorr. Was ist denn das? Wo willst du hin? Nur ausgewählte Stücke werden gefressen. Mais? Aha, da tut sich nur der Mais aus. Ich komm. Guck mal, Sam. Au, also Fause, nicht auf mich drauf, bitte. Du, ihr habt eine Elba. Guck mal hier, da schmückt. Eieiei, geh mal runter. Ui, bist du schwer. Kerlenno. Da habt ihr jetzt das Zeug. Ah, muss mal nachhocken. Der Bobo, der schläft hier auch. Im Stroh, der Arme. Ja. Komm, ich hock mich mal da. Da heult der Garfield draußen. Ja. Mahmoud, now you must call this Batman. For the Hadid.
The week is done. Lai, you must call him. Mahmoud, he can wait. We wait 3 months now. He can also wait for his money. 2 months. What is this? How much he need else? The, what? What? I don't hear. Yeah, 3,000-4,000 will er noch. Mashi, let him come. When he's finished, we say, wait, Shwaya. Machen wie er. We make like him. Guck mal, der Süße. Nicht immer da. Wir warten hier. Ich habe das Geld im November gegeben. Die zweite Rate im Dezember. Dann hat er schon mal 10.000. Und dann, was will er noch? Jetzt haben wir Ende Januar. Ich will jetzt die Tür fertig haben. 3 Monate. Gut, er hat erst im Dezember angefangen. Aber, Entschuldigung, 2 Monate für eine Tür. Er sagt ihm, er will es extra schön machen. Ja, klar, dumme Ausreden. Der macht andere Kunden zuerst und wir sind die Deppen. Unsere Arbeit lässt er auf die Seite, damit er die anderen Kunden nicht verliert, weil unser Geld hat er schon. Verstehe ich. Ja, und deswegen kriegt er jetzt erstmal nichts, weil so lange warte ich nicht. Guck mal, wie lange wir auf das Affengehege gewartet haben. Siehst du, der Hutu ist heute nicht gekommen. Der hat es gelernt, der Säckel. Ja, der Wiedehopf. Wo ist er? Lady in Red. Und ich hock auf der Wippe und wippe ein bisschen rum, gell? Und glotz auf die Affe. Oh ja, schönes Wetter heute, kann man sagen. Ja, es wird wärmer. Die ist Zuckerrohr, Sugarcane. Leute, als ich in der Schule war, hatten wir mal eine Reportage gesehen über Zuckerrohr in Kuba. Das erinnere ich mich noch. Und ich dann so, oh, das sieht so lecker aus. Ich will auch mal Zuckerrohr essen. Aber wir wohnen ja in Deutschland. Ich werde nie Zuckerrohr probieren können, habe ich mir als Kind gedacht. Niemals. Ich komme niemals nach Kuba. Das ist ja elleweit. Und 30 Jahre später, vielleicht 35 Jahre später, sind wir Zuckerrohrbesitzer, also Zuckerrohrfeldbesitzer. Subhanallah. Als Kind denkt man sich, niemals wirst du das probieren. Und dann hast du dein eigenes Zuckerrohr. Und jetzt will ich es gar nicht mehr essen. Ha! Mir ist das so blöd, weil das muss ich mit den Zähnen aufreißen und will die Zähne nicht kaputt machen. Und ja, Leute, heute ist wieder Zahnarzttermin. Das heißt, ich werde heute die Füllung kriegen und dann Abdruck machen. Und dann entscheiden wir, ob wir Zirkonia nehmen oder Porzellan. Ne? Wir haben so gedacht, ne? Meine Freundin, die ist jetzt 70, die hat Zirkonia genommen. Und ich denke mir mit meinen 46, ach Zirkonia, das, so alt werde ich nicht mehr. Und dann sagt mein Mann, doch, du nimmst Zirkonia. Sag ich, was, Porzellan reicht auch. Ich will halt mehr immer die Tiere kaufen, ich will nicht für mich da, Zirkonia. Und keine Ahnung, mein Mann, nee, wir nehmen Zirkonia. Was, guck, wir fragen mal, was das kostet. Wenn es zu teuer ist, dann nicht. Aber Porzellan bei meiner Zahnärztin hier in Naga Hammadi, 800 Pfund, eine Krone. Und in Luxor bei einem Zahnarzt 1000 Pfund. Also könnt ihr euch umrechnen, ne? Den Umrechnungskurs bei Google sehen, was hier in Ägypten eine Zahnkrone kostet. Wenn man eine Brücke macht, braucht man 3 Kronen. Das bedeutet, ich muss 3 mal 800 Pfund bezahlen. Ne? Summa summarum 2400 Pfund für eine Seite unten. Eine Krone und eine Brücke. Nee. 3 Kronen, eine Brücke. Das sind dann 4. Ja. So. Dann habe ich praktisch für eine Seite 3200 Pfund. Ja, kannst rechnen so. 7200 Pfund. Oder warte mal, was waren wieso 7200? Das war's. Wir brauchen ja mehr als, mal hier eine Krone, 3, 4, 5. 5 Kronen auf der linken Seite, also 10 Kronen. Das sind 8000 Pfund. Leave me alone. Und wenn du dann, sag mal, Zirkonia nimmst, wahrscheinlich dann 1500, 1400. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Auf jeden Fall mache ich das nicht alles auf einmal. Schritt für Schritt, ne? Jetzt erstmal eine Seite, nach Ramadan die andere und fertig. Und dann mache ich Zahnreinigung und wenn das nicht weiß genug ist, dann bleach ich auch noch. Und dann sage ich euch mal die Preise hier.
Also meine Zahnärztin ist wirklich super, muss man sagen. Ich habe keine Schmerzen, nichts. Die hat Sachen aus Deutschland, die ist aus Asyut, die macht alles hundertprozentig. Also ich bin sehr zufrieden mit ihr. Alhamdulillah. Na? Und die tut immer noch Zuckerrohr bearbeiten und leckt das süße Zeugs raus. Ist gut. Die, der neugierige Nachbar. Sheila, wer ist da drüben, ha? Ich höre hier oben irgendwelche Arbeiten. Ich glaube, der Schreiner ist hier oben und macht die Türen für Mohammed. Wir werden sehen, was da los ist. Ja, und in 2 Monaten können wir uns da wieder neu hocken. Ha, inshallah. Aber ich glaube, nach Ramadan machen wir das. Nee, Oma, ich hab nichts. Ich will, dass du das Baby rausdrückst. Guck, wie schön. Die Kühe, das Kalb. Immer, ja, kommst du wieder, Melli? Ja, feine Mausi. Soll ich mich auch mal zu euch setzen? Nee. Da schnaubt aber eine. Die hat definitiv ein Baby, habe ich gespürt. Und hier auch eins. Younes sagt, die hat 3. Ja. Hätte er wohl gern. Komm, Melli. Alles gut. Ja, Mausi, ja, weiß ich. Ja, mit euch muss man reden wie mit der Mickey Maus. Muss jetzt gleich Wäsche abhängen, hab wieder neue drin. Ihr wisst, jeden Tag eine Waschmaschine bei uns. Jeden Tag eine Spülmaschine. Ich glaube, ich muss heute wieder kochen. Nur gestern ist alles weggefuttert worden. Ja. Müssen wir wieder köcheln. Na, du. Gucken wir mal, vielleicht mache ich heute Adas. Das können wir auch mal wieder essen. Ist gesund. Komm, ich mache hier auf. Wenn es euch windig ist, könnt ihr da rein. Okay? Da kannst du die Babys kriegen. Die Babys. Puss. Ja, du. Wie das Lämmle im Trog hockt, gell? In der Schublade. Alles wird umfunktioniert hier. Nichts wird weggeschmissen. Jeder Schrott. Na, die Kuh passt hier gut rein ins Bild, gell? Du lass die Oma, die ist schwanger, hochschwanger. Das Mäxle hat sein Ding gemacht da, der Kerle. Und ein lieber Ziegenbock, sogar der Mahmoud sagt, er darf bleiben. Ne, der boxt nicht, der macht nichts, das ist ein ganz lieber. Ganz unauffällig und der schreit auch kaum. Die Schreier sind die Schafe und die... Guck mal, wie die Guti aussieht. Guti, Habibti. Das ganze Gesicht im Stroh. Njam, 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 njam. Melli, was sind das für Viecher? Hey! Lass den Max in Ruhe. Guck mal, der ist so lieb. Der, ja gut, ein bisschen boxt er. Bissle. Muss halt auch den Chef markieren. Ist noch ein junger Bock. Aber er hat sie geschwängert da. Die Babys nicht. Die sind noch zu klein. Wahrscheinlich, ne? Ja, kommst du wieder, Melli? Ist auch neugierig. Wie die Mama an der Hand schlecken. Ja. Heute backen wir einen Kuchen. Schokoladenkuchen. Müssen wir auch mal. Nehme ich heute die Paradiescreme. Die habe ich schon ewig im Kühlschrank. Ich weiß nicht, wer sie mir geschickt hat. Meine Mutter oder irgendeine Zuschauerin. Die ist heilig. Ihr wisst, Paradiescreme wird nur dann... Im ganz äußersten Notfall. Guck mal, der hat's repariert, das Ding. Super. Jetzt können nämlich die hier erstmal drin bleiben. So. Super. Hier müssen wir auch mal höher mauern. Dann haben wir nämlich hier die Schaf- und Ziegenecke. Und können die dann rauslassen, wie wir wollen. Und wenn das Tor ist, kommst du auch raus. Mit deinem Baby. Gell? Ja. Futter habt ihr noch? Habe ich gestern Abend schon gemacht. Halas. Die sind immer noch am Futtern. Ja. Gobi und... Sahara müssten jetzt auch mal langsam. Ach so, hier habe ich noch gar nicht. Oh nee, der will sich erstmal sonnen. Das ist wichtiger als futtern. Ihr habt auch. Komm, zeige ich euch nochmal die Babys. In Absprache mit der deutschen Tierärztin haben wir heute die Entwurmung vorgenommen. Hallöchen, Popöchen. Und ich habe noch so von der Iris geschickt gekriegt, habe ich ihr überwiesen, das Geld. Wo seid ihr? Oh, seid ihr beide da drin? Oder wie, bist du hier? Nee, ich bin beide da drin, guck. Seid ihr jetzt sauer? Entwurmt und entfloht. Das ist so ein
Die sind 8 Wochen alt, sagt die deutsche Tierärztin. Das sieht nur so aus, dass sie, weil die ägyptische Katzen sind. Die sind immer kleiner als die deutschen. Und jetzt schlafen. So schön schlafen, Mäuschen. Ja, ihr Zeug machen sie. Kuckfutter, Dosenfutter haben sie noch. Da können sie gehen. Alles gemischt, frisches Wasser. Ja, hier Trockenfutter. Vitaminpaste habt ihr bekommen. Ja, schlaf. Die Rosi. Auf Arabisch heißt Grau Rosassa. Rosi, deswegen Rosemarie. Rosi nennen wir sie. Okay? Also, ich hatte ja noch das Drontal. Da hat jeder eine ganz kleines Viertel abgekriegt von der Tablette. Und das macht auch nichts aus, so sind sie entwurmt und entfloht. Entfloht mit diesem Trixie. Von 2 bis 8 Monaten habe ich 1 genommen und habe es auf beide. Also normal gibt man eine Ampulle, ich habe aber 1 für 2 genommen. Na, halb, halb. Ja, schlaft jetzt. Na gut. Na, die haben hier, sag mal, ihr seid nur am Rummeckern. Was ist da los? Wieso ist das hier? Komm. Heute gehen die Tauben auf Reise. Die kriegen Ticket nach Nag Hammadi, aber die werden dort nicht geschlachtet, die werden verkauft. Wir machen sie zu Geld. Ja. Da hängt noch die Dose, die gibt's nachher. Hier schön kühl. Ne? Und dann gehe ich in Nag Hammadi und kaufe wieder neue Dosen. So, das war's. Sahara hat sich jetzt doch bemüht, vielleicht frisst sie was. Ja, da sind wir ja natürlich noch nicht weiterkommen. Schrott. Jetzt zeige ich nochmal die Kaninchen. Ah, hier brennt aus Licht, weil wir hatten Stromausfall. Juhu! Hallöchen! Meine Babys! Hey, da kommt der Don Juan und die Ninja. Don Pupsi! Hallo! Wisst ihr was? Diese hat sich durchgeschmuggelt. Das ist ein Belle, die Hase, die Rosalie. Die ist nämlich gar nicht von der Panda oder von der Betty. Nix. Die habe ich übersehen. Die ist am 15.10. geboren. Ja. Das ist nicht von der Monroe ist die. Und die ist jetzt 3 Monate alt. Ach so, das habe ich glaube schon erzählt. Fällt mir ein. Ich habe geguckt, ob die schon schwanger ist. Hanoi. Sag mal, das Klee da im Wasser, das ist nicht gut. So. Jetzt gucken wir mal. Hier hat sich nichts getan. Ach, macht doch keiner was da. Gell? Nur rumpupsen tut ihr. Futtern und pupsen. Deswegen hast du auch blaue Augen. Du bist ein Belle, die Hase. Die anderen sind 2 Monate alt und die 3. Und sie haben die gleiche Größe. Und die ist ein richtiger Belle, die. Gell? Ja. Du kleine Panama. Süße Maus. Die sind so süß, die Hasen. Also wirklich. Ich kann hier wirklich hocken und hocken und hocken. Da kriege ich immer Zucker. Einen Zuckerschock nach dem anderen. Gell? Mit den Öhrchen. Also, ich finde die süßer sogar als Katzen, gell, Kaninchen. Deswegen hole ich mir immer Kaninchen. Ich finde die so goldig. Ah, ich liebe Hasen. Mashallah. Und wisst ihr, was ich mir auch überlegt habe? Die plastikfreie Großfamilie, ne? Die Magdalena, die macht ja Videos auch für ein Heilfasten. Und ich gucke mir das schon seit Jahren an. Weiß nicht, wie lange ich sie schon abonniert habe. Und immer wenn sie heilfastet und mit dem Öl ziehen, das kenne ich ja schon auch von den Veganern oder den Rohkostlern, dass sie oft Öl ziehen machen, ne? Mit, also im Mund. Und ja, da ich habe irgendwie Bock, das auch zu machen. Allerdings glaube ich, schaffe ich das nicht, weil wenn ich Hunger habe, kann ich nicht schlafen. Weiß dann nicht, wie die das macht. Mit Hunger einschlafen, weil man... Die ersten 2, 3 Tage hat man wahrscheinlich Hunger wie Zau. Und ich wollte es erst mal 3 Tage ausprobieren. Dann werde ich 3 Tage. Aber sie hat jetzt in acht Tagen 4 Kilo abgenommen. Nur trinken, trinken, trinken. Ne? Und ein bisschen Honig als Zuckerersatz habe ich. Aber ich habe es mir noch nicht ganz überlegt. Ne? Aber so 3 Tage kann man mal ausprobieren. Und wenn es weitergeht, kann man ja auch machen. Ich denke, das werde ich im Sommer machen. Ich wollte es vielleicht jetzt im Winter noch, aber im Sommer habe ich am wenigsten Hunger und trinke am meisten. Ja, was sagt ihr denn zum Heilfasten? Hat es jemand schon mal gemacht? So richtig nur trinken, 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 nichts essen. Und zum Beispiel
gegen Ende dann, dass man dann auch mal Gemüse mit reinpüriert oder so, dass es mal ein bisschen festere Nahrung wird. Ne? Und wenn man dann das Fasten bricht, macht man das, glaube ich, mit einem Apfel. Aber ich bin nicht sicher. Ich muss noch mal gucken. Ich habe das dieses Jahr noch nicht ganz richtig. Ich gucke immer mal wieder rein. Nicht jedes Mal, also jeden Tag, wie sie fastet. Aber mich interessiert es, weil sie sieht gut aus, muss man sagen. Ihr Gesicht strahlt. Sie ist immer gesund, fit. Mascha'Allah, Mascha'Allah. Und vielleicht sollte ich das auch mal machen, ne? So ein bisschen Heilfasten. Dann bin ich nicht immer so oft krank. Who knows? Kann man probieren. So, meine Lieben, das war's im Video. Ich sitze noch ein bisschen bei den Hasen. Dann mache ich mich ans Adas und lege mich schlafen. Ihr kennt meine Routine. Ich brauche meinen Mittagsschlaf. Ja. Also, wisch die Tage, Maschilema, bye bye. Und heute geht's zum Zoarzt. Ja, endlich mal die Beißerchen wieder. Hier, die Seite wird heute gemacht.